Ich hoffe, du hast deinen dicken Wintermantel schon ausgepackt. Unsere Reise geht nämlich heute weiter. Und dabei wird uns auf einmal ein bitterkalter Wind ins Gesicht blasen. In unserem Video gestern haben wir uns noch in der Sonne der Harmonie gebadet. Der Mensch lebte in einer wunderbaren Beziehung zu Gott und es gab noch keinen Tod und Schmerz in der Welt. Alles war im perfekten Einklang. Wir erinnern uns, dass Gott den Menschen geschaffen hat, um eine Beziehung zu ihm zu haben. Er sorgte in jeder Hinsicht für den Menschen und gab ihm mehr als genug von allem. Aber wir wissen ja, eine Beziehung, die auf Vertrauen beruht, kann nicht erzwungen werden. Deswegen gab Gott den Menschen die Wahl. Denn erzwungene Liebe wäre ja keine echte Liebe. Der Mensch sollte sich entscheiden können, Gott zu vertrauen. Deswegen gab es einen Baum in dem Garten, in dem Adam und Eva lebten, von dem Gott sagte, dass sie nicht davon essen sollten. Wenn sie das tun würden, dann würde das die Beziehung zerstören und sie würden sterben müssen. Adam und Eva wurden klar gewarnt, was passieren würde. Aber es gab ja noch so viele andere Bäume und Sträucher mit tollen Früchten. Sie hatten eine riesige Auswahl, die sie ausprobieren konnten. Und jetzt kommt der erste kalte Lufthauch auf uns zu. Als nämlich der Satan sich als Schlange tarnte und Eva auflauerte. Satan, damals wie heute, benutzt bevorzugt den menschlichen Stolz, um Menschen von Gott wegzuziehen. Ihr werdet nicht sterben, wenn ihr von dem Baum esst, widersprach die Schlange Gottes Aussage ganz direkt. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Das war ja mal eine Aussage. Wer will denn nicht sein wie Gott? Satan unterstützt die menschliche Arroganz, die denkt, sich selber zu genügen, klüger als Gott zu sein und Gott überhaupt nicht zu brauchen. Kommt uns vielleicht aus unserem eigenen Leben bekannt vor, oder? Es war eine Lüge, die der Satan da auftischte. Und Adam und Eva aßen beide von der Frucht. Damit missachteten sie bewusst Gottes Befehl. Sie wollten lieber selbst entscheiden, was gut und schlecht ist. Und das nicht mehr Gott überlassen. Was für ein trauriger Fehler. Gott selbst war doch derjenige, der ihnen in Liebe das Leben gegeben hatte und sie auch weiterhin ein Leben erhielt. Aber nun hatten sie sich gegen eine Beziehung mit Gott entschieden. Statt Gottes Freunde wurden sie zu Gottes Feinden. Und das hatte zur Folge, dass diese Getrenntheit von Gott weitervererbt wurde. Die Bibel sagt im Römerbrief, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen, weil sie ja alle gesündigt haben. Was genau das bedeutet, das erfährst du morgen. Und am besten behältst du deinen Wintermantel noch ein wenig an. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Unsere Reise ist ja noch nicht beendet.